Sie sehen einen Gottesdienst von Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Ein Fernsehgottesdienst, der Menschen ermutigt, ihre Unmöglichkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.hourofpower.de. Danke, was für ein Segen. Nun, jetzt möchte ich Ihnen Les Brown vorstellen und ich möchte Ihnen eine Geschichte dazu erzählen. Es ist noch nicht lange her, vielleicht 2 Wochen, da bekam ich einen Anruf von einem Mädchen aus meiner Gemeinde. Sie weinte und sagte, Bobby, ich werde mein Leben ändern. Ich sagte, was meinst du? Und sie sagte, Bobby, ich werde mein Leben ändern. Ich habe in meinem Leben immer alles davon abhängig gemacht, was andere über mich gesagt haben. Aber ich habe ein Interview mit jemandem gehört. Dieser Mann sagte, dass man sein Leben eben nicht davon abhängig machen kann, was andere über einen sagen, dass man an sich selbst glauben muss und daran, was Gott in einem bewirkt. Dieses Interview hat einfach so mein Leben für immer verändert. Ich fragte, wer wurde denn interviewt? Und sie sagte, Les Brown. Er hat mein Herz auf eine Art angesprochen, dass ich ihm gar nicht genug dafür danken kann. Heute ist Les Brown hier und nicht für ein Interview, sondern damit er für uns predigt. Bitte heißen Sie ihn herzlich willkommen. Les Brown, ganz herzlichen Dank. Gott segne Sie. Danke. Lieber Pastor Bobby, Pastor Lawrence und alle, die heute hier sind, ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Dieser Ort hier bedeutet mir sehr, sehr viel für mein Leben. Dieser Ort, von dem aus seit 5 Jahrzehnten eine Botschaft ausgesendet wird, um Leben auf der ganzen Welt zu verändern, indem sie ihnen zuruft, harte Zeiten vergehen, aber starke Menschen bestehen. Dieser Ort erinnert uns seit 5 Jahrzehnten daran, dass Erfolg niemals aufhört. Dieser Ort hat Menschen neue Kraft gegeben und uns an die Worte von Elsie Robinson erinnert, der gesagt hat, Dinge mögen um dich herum passieren und Dinge mögen dir passieren, aber die allerwichtigsten Dinge sind die, die in dir passieren. Dieser Ort erinnert uns seit 5 Jahrzehnten an die Worte von Ralph Waldo Emerson, der gesagt hat, was vor uns liegt und was hinter uns liegt, hat wenig Auswirkung auf das, was in uns liegt. Dieser Ort ist seit über 5 Jahrzehnten seiner Zeit voraus. Geben Sie sich selbst einen Applaus dafür, dass Sie so viele Leben verändert haben. Kommen Sie, Sie können das besser. Ich möchte, dass Sie an die 3 wichtigsten Ziele denken, die Sie gerne erreichen möchten. Denn eines der Dinge, die ich an diesem Dienst so liebe, ist, dass er mich viele Jahre lang immer wieder neu inspiriert hat. Ich möchte, dass Sie an 3 Hauptziele denken. Nummer 1, ein persönliches Ziel. Denken Sie darüber nach. Mein erstes persönliches Ziel war es, für meine Mutter ein Haus zu kaufen. Ich bin adoptiert. Ich bin eines von 7 Kindern, die Mammy Brown adoptiert hat. Sie war nur bis zur 3. Klasse zur Schule gegangen, aber sie wollte Kinder großziehen. Sie selbst hatte nie welche. Ich war einer von 7. Mama machte Hausarbeit in Miami Beach. Sie putzte Häuser und kochte für Familien. Wir aßen die Reste von den Familien, für die sie gekocht hatte. Wir trugen die abgetragene Kleidung der Kinder, auf die sie aufpasste. Immer wenn wir in diesen schönen Häusern waren, sagte ich Mama, und sie sagte, was ist Junge? Und ich sagte, wenn ich ein Mann bin, werde ich dir ein großes, schönes Haus kaufen. Genau wie das hier. Wie viele von Ihnen haben jemand Besonderen, für den Sie gerne etwas tun würden? Heben Sie bitte die Hand. Ich kaufte Mama ein Haus und 4 weitere Häuser, bevor sie starb. Das war etwas ganz Besonderes für mich. Ich werde heute mit Ihnen teilen, wie Sie diesen Traum für jemanden, der Ihnen wichtig ist, wahrmachen können. Ich möchte auch, dass Sie über eine Zahl nachdenken, die Ihnen finanzielle Freiheit gibt. Welcher Betrag wird Ihnen, wenn Sie ihn einmal verdient haben, ein Gefühl der Freiheit geben und eine große Last von Ihren Schultern nehmen? Die Menschen sagen, Geld macht nicht glücklich, aber jeder will es selbst überprüfen. Eine Freundin von mir, Rita Davenport, hat gesagt, Geld ist nicht wichtig, aber so ist es auch mit Sauerstoff. Ich möchte also, dass Sie über diese Zahl nachdenken. Und wenn Sie sie vor Augen haben, möchte ich, dass Sie sie verhundertfachen. Ich habe herausgefunden, dass die meisten Leute im Leben nicht versagen, weil sie zu hoch zielen und das Ziel verfehlen, sondern weil sie das getan haben, was auch ich viele Jahre meines Lebens getan habe. Sie zielen zu niedrig und treffen. Und jetzt möchte ich, dass Sie über einen sozialen Beitrag nachdenken. Was wird anders sein, weil Sie gelebt haben? Horace Mann sagte, wir sollten uns schämen zu sterben, bevor wir nicht einen großen Beitrag zum Wohle der Menschheit geleistet haben.
Eines meiner Ziele ist, den Menschen beizubringen, dass sie stärker sind als Krebs. Das mache ich seit 15 Jahren, denn vor 15 Jahren wurde bei mir Prostatakrebs diagnostiziert. Und man gab mir noch 2 oder 3 Jahre zu leben. Ich glaube, dass Doktoren niemals jemandem sagen sollten, dass er todkrank ist. Was sie sagen sollten, ist, meine Möglichkeiten, ihnen zu helfen, sind ausgeschöpft. Sie müssen nach anderen Optionen suchen. Anfang 2011 entdeckte ich dann, nachdem ich den Krebs vor 15 Jahren geschlagen hatte, dass er wieder da war. Ich war schockiert. Mein PSA-Wert war über 1500. Das bedeutet prostataspezifisches Antigen. Wie viele von Ihnen wissen, wenn man Ziele hat, passieren Dinge? Heben Sie bitte Ihre Hand. Wenn Sie Ziele haben, werden Dinge passieren. Es gibt Menschen, die ihr Haus verloren haben, die gerade vor der Zwangsvollstreckung stehen. Menschen werden entlassen. Menschen haben ihre Altersversorgung verloren. Menschen wollten sich gerade zur Ruhe setzen und müssen nun von vorne anfangen. Das Leben hat sie an einer Schwachstelle erwischt. Wenn Sie Ziele und Träume haben, dann wundern Sie sich nicht, wenn Sie den feurigen Schmelzöfen dieser Welt entgegentreten müssen. Sie werden, und das ist kein Vielleicht, Sie werden auf Widrigkeiten stoßen. Ich lag also im Krankenhaus in Florida. Ich hatte diesen Traum und das Ziel, 10.000 Stimmen der Hoffnung auszubilden. Ich wollte 10.000 Durchschnittsmenschen dazu ausbilden, inspirierende und erfahrene Geschichtenerzähler zu werden, die das Leben anderer Menschen verändern können. Der Doktor sah mich an und sagte, Mr. Brown, Sie haben Wirbelsäulenkrebs. Der Krebs hat schon 40% Ihres T1-Rückenwirbels zerfressen. Ich erinnere mich daran, wie Dr. Julie Van Putten, meine Lebensgefährtin und Geschäftspartnerin, mich fragte, wie geht es dir? Ich sagte, es geht schon. In dieser Nacht dachte ich darüber nach, wie ich damit umgehen würde. Als ich am nächsten Tag im Florida-Krankenhaus Dr. Stone traf, sagte ich ihm, hören Sie, ich weiß, dass ich Wirbelsäulenkrebs habe. Sagen Sie mir, was wir tun müssen. Er sagte, nun, er ist nicht nur da. Ich sagte, was meinen Sie? Sie haben Krebs an den Handgelenken, in der Hüftgegend, im rechten Schlüsselbein und noch an 8 anderen Stellen. In welchem Stadium bin ich? Sie bilden Metastasen. Sie begannen die Behandlung und als ich gegen den Krebs kämpfte, war eine Nebenwirkung, dass ich stark zunahm und dadurch Typ 2 Diabetes bekam. Jetzt kämpfte ich gegen Krebs und Typ 2 Diabetes. Dann bekam ich Hitzeschübe durch die Medikamente. Mitten in der Nacht deckte ich mich zu und wieder auf, deckte mich zu und riss die Decke wieder weg. Ich fing an, mich wie Mutter Teresa zu fühlen. Sie sagte, Herr, ich weiß, dass du weißt, wie viel ich ertragen kann. Ich wünschte einfach, du wärst nicht so optimistisch. Es ist unglaublich, wie geistlich man wird, wenn man denkt, dass man die Welt bald verlassen muss. Ich schlief mit der Bibel und dem Andachtsbuch ein. Ich erhöhte meinen Zehnten um 35%. Das nennt man Leben. Halten Sie an Ihren Träumen und Zielen fest. Lassen Sie uns es gemeinsam sagen. Es ist möglich. Wenn Sie Träume und Ziele haben, an denen Sie sich festhalten können, dann möchte ich Ihnen etwas ans Herz legen. Erwarten Sie das Unerwartete und erledigen Sie es. Erledigen Sie es. Das Leben hält eine Menge Überraschungen für Sie bereit. Es wird Sie an Ihrem Schwachpunkt erwischen. Laufen Sie nicht herum und beklagen Sie Ihr Leid. 80% ist es egal und 20% sind froh, dass es Sie getroffen hat. Das nennt man Leben. Sie müssen damit umgehen. Sagen Sie nicht, warum musste das mir passieren? Warum nicht Ihnen? Wen würden Sie vorschlagen? Das nennt man Leben. Und Sie müssen damit umgehen. Sie müssen damit klarkommen. Hier ist noch etwas, wenn Sie über Ziele und Träume nachdenken, meine Damen und Herren, und es ist nicht einfach. Ich liebe die Seligpreisungen. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Sie wollen Ihr Ziel erreichen? Dann müssen Sie danach hungern. Es muss eine ganz tiefe Entschlossenheit in Ihnen sein, die nicht verhandelbar ist. Sie werden es schaffen. Sie werden es überwinden. Das, was Ihnen zugestoßen ist, wird Ihr Leben nicht bestimmen. Sie müssen sich gegen sich selbst erheben und Ihrem Verstand sagen, was er zu denken hat. Die meisten von uns gehen als Geiseln unseres Verstandes durchs Leben. Ich war ein Terrorist meines eigenen Lebens. Ich hatte mich schon selbst ins Grab gelegt und ich musste mich selbst anhalten und mir zurufen, Stopp! Sagen Sie es bitte alle mit mir zusammen. Egal wie schlimm es ist oder wie schlimm es noch kommt. Ich werde es schaffen. Sie müssen sich dazu entschließen und sich selbst ermutigen. Das war es, was ich tun musste, als ich so viel Gewicht zulegte. Das war es, was ich tun musste, als ich auf einen ganzen Tisch voller Medikamente sah. Ich sagte, mein Gott, ist das meine Zukunft? Sie müssen aufstehen und für das kämpfen, was Sie wollen.
Ich habe einmal ein Zitat gelesen, das mich nicht mehr losgelassen hat. Das Leben ist ein ständiger Kampf um dein Gebiet. Und wenn du einmal aufhörst, für das zu kämpfen, was du willst, wird automatisch das, was du nicht willst, eintreten. Wenn sie einen Traum haben, dann müssen sie für diesen Traum kämpfen. Wenn sie einen Traum haben, dann müssen sie sich behaupten. Wenn sie einen Traum haben, müssen sie tief entschlossen sein, egal wie schlimm es ist und egal wie schlimm es noch wird, dass sie es schaffen werden. Lassen Sie es uns zusammen sagen. Es ist schwer. Wie viele von Ihnen wissen, dass es schwer ist, von vorne zu beginnen? Heben Sie bitte die Hand. Wie viele von Ihnen wissen, dass es schwer ist, eine Zwangsvollstreckung zu erleben? Das erste Haus, das ich für meine Mutter kaufte, musste gepfändet werden. Ich werde nie vergessen, wie ich die ganze Nacht gebetet habe. Gott, wie konnte mir das passieren? Ich nehme keine Drogen, ich versuche keine Leute auszurauben. Ich möchte mich nur um meine Mutter kümmern. Wie konntest du zulassen, dass mir das passiert? Ich erinnere mich daran, dass ich die ganze Nacht lang wach lag und betete, gib mir ein Zeichen, dass es dich gibt. Ich muss einfach wissen, ob du real bist. Hilf mir, dass ich das Haus für meine Mutter retten kann. Ich weiß noch, die ganze Nacht betete ich und las in der Bibel. Als sie am nächsten Tag an die Haustür klopften, kam ich zur Tür und sagte zu dem Mann, hier stehe ich auf seinem Wort, und ich hielt die Bibel in der Hand. Der Mann sagte, kein Problem, Mr. Brown, stellen Sie sich aber doch bitte da drüben auf den Gehweg, wir machen das hier schon. Oh mein Gott! Ich werde nie vergessen, wie wir von diesem wunderschönen Haus, das ich meiner Mutter gekauft hatte, zurück nach Liberty City ziehen mussten. Zurück in diese kakerlakenverseuchte Bruchbude, aus der sie ausgezogen war. Ich lud den Lieferwagen ab und weinte. Ich fühlte mich dumm und gedemütigt, während die Nachbarn schauten und fragten, Mammy, bist du zurück? Ja, was ist passiert? Leslie hat sich verkalkuliert und das Haus wurde gepfändet. Und ich weinte und ich fühlte mich vollkommen besiegt. Sie sagte, Leslie. Und ich sagte, ja, Mama. Sie sagte, Junge, hol die Möbel vom Lastwagen runter. Ich sagte, Mama, ich fühle mich so dumm. Sie sagte, Leslie, lass den Kopf nicht hängen. Ich sagte, Mama, ich schäme mich so sehr. Lass den Kopf nicht hängen, Junge. Du hast nichts getan, wofür du dich schämen müsstest. Bring jetzt die Möbel ins Haus. Und als ich ins Haus kam, tanzten die Kakerlaken vor Freude und jubelten, Mammy ist zurück, süßer Kartoffelkuchen für alle. Aber eines hatte ich gelernt. Mama sagte, lass den Kopf nicht hängen. Und ich ließ den Kopf nicht hängen, als wir die Möbel ins Haus zurückbrachten. Und als sie mir den Kopf gerade gerückt hatte, sah ich ein neues Haus. Als sie mir den Kopf gerade gerückt hatte, sah ich, wie wir hier rauskommen würden. Ich sah, dass das hier nur für eine Weile war. Charles Udell sagte, im Leben wirst du einer Menge gottgegebener Möglichkeiten begegnen, die sich perfekt als Probleme oder Herausforderungen getarnt haben. Lassen Sie uns das zusammen sagen. Lass den Kopf nicht hängen. Ja, sehen Sie, Sie dürfen Ihren Kopf nicht hängen lassen. Sie werden Dinge in Ihrem Leben passieren sehen, aber ohne Prüfung kein Zeugnis. Wenn Sie sich Ihr Leben anschauen, dann ist es oft schwer. Es ist schwer, sich zusammenzureißen. Es ist schwer, nicht den Mut zu verlieren. Es ist schwer, durch eine Scheidung zu gehen oder jemanden zu verlieren, den man liebt. Es ist schwer, wenn man noch einmal ganz von vorne anfangen muss. Aus dieser Erfahrung habe ich etwas gelernt. Bitte sprechen Sie mir nach. Wenn du tust, was leicht ist, wird dein Leben schwer. Sehen Sie, es ist leicht, den Politikern die Schuld zu geben. Es ist leicht, die Wirtschaftslage zu beschuldigen. Es ist leicht, mit dem Finger auf die Umstände zu zeigen. Aber letztlich zeigen dann drei Finger auf uns selbst. Von diesem Dienst hier habe ich die Worte von Elsie Robinson gelernt, die sagte, Dinge mögen um dich herum passieren und Dinge mögen dir passieren. Aber die einzigen Dinge, die wirklich zählen, sind die, die in dir passieren. Ich habe genau hier gelernt, was Waldo Emerson sagte. Was vor dir liegt und was hinter dir liegt, hat wenig Auswirkung auf das, was in dir liegt. Hier habe ich gelernt, harte Zeiten vergehen, aber starke Menschen bestehen. Und ich sagte mir, ich bin stark, ich kann das durchstehen. Lassen Sie uns sagen, ich kann das durchstehen, ja? Wenn Sie tun, was leicht ist, wird Ihr Leben schwer sein. Aber wenn Sie tun, was schwer ist, wird Ihr Leben leicht sein. Treffen Sie die schweren Entscheidungen. Schwere Entscheidungen sind nicht schwer, weil wir die Antwort nicht kennen. Schwere Entscheidungen sind schwere Entscheidungen, weil wir die Antwort wissen, aber die meisten von uns nicht den Mut haben, danach zu handeln. Lassen Sie uns gemeinsam sagen, ich habe Größe in mir. Was ich im Leben gelernt habe, ist, dass jeder etwas Besonderes in sich hat. Sie haben Größe in sich. Sie haben die Fähigkeit, mehr zu vollbringen, als Sie sich auch nur im Entferntesten vorstellen können.
Ein Bereich, den wir lehren, sind 9 Prinzipien der Größe. Nummer 1 davon ist, jeder von uns kann viel mehr erreichen, als wir uns vorstellen können. Und das in Bereichen des Lebens, die wir noch nie zuvor erkundet haben. Wenn Sie diese 9 Prinzipien haben möchten, dann können Sie auf hourofpower.de gehen und sie kostenlos herunterladen. Eines der Dinge, die Sie tun müssen, wenn Sie an Ihre Träume und Ziele denken, ist, Ihre Vision festzuhalten und an Ihren Zielen zu arbeiten. Geben Sie nicht auf. Sagen Sie mit mir, du musst hungrig sein. Dieser Mann hier, Mr. Washington, brachte mir bei, dass die Meinung eines anderen über mich nicht meine Realität werden muss. In der Schule wurde ich als schwer erziehbar und zurückgeblieben abgestempelt und von der 5. in die 4. Klasse zurückversetzt. In der 8. blieb ich wieder sitzen. Er sagte zu mir, wenn Sie im Leben etwas erreichen wollen, müssen Sie hungrig sein. Ich sagte, warum sagen Sie das, Sir? Er sagte, Menschen, die hungrig sind, sind bereit, heute Dinge zu tun, die andere nicht tun, um morgen Dinge zu haben, die andere nicht haben. Was möchten Sie tun? Sir, ich möchte meiner Mutter ein Haus kaufen. Und wie planen Sie das zu schaffen? Ich möchte gerne Discjockey werden, ich möchte ins Radio. Er sagte, sehr gut, Mr. Brown. Arbeiten Sie an Ihrem Verstand. Sie bekommen im Leben nicht, was Sie wollen, sondern was Sie sind. Entwickeln Sie Ihre Kommunikationsfähigkeiten. Ich will, dass Sie heute Mittag zu meinem Auto kommen und sich Paul Harvey anhören. Warum, Sir? Weil er ein großartiger Sprecher ist, Mr. Brown. Sobald Sie den Mund aufmachen, sagt Ihnen die Welt, wer Sie sind. Lernen Sie zu kommunizieren. Lernen Sie, Ihre Geschichte zu erzählen. Ja, Sir, werde ich, Sir. Praktizieren Sie NGM. Lassen Sie uns sagen, NGM. Nur gute Menschen. Nur gute Menschen. Die meisten Menschen erreichen niemals ihre Ziele, weil sie zu viele negative und energieraubende Menschen in ihrem Leben haben. Wenn Sie sich Ihr Leben ansehen und in die Zukunft und auf Ihre Ziele blicken, dann müssen Sie auch Ihre Beziehungen betrachten und sich fragen, was macht diese Beziehung mit mir? Dr. Dennis Kimbrough aus Atlanta hat gesagt, wenn Sie in einer Gruppe der Klügste sind, dann sollten Sie sich eine neue Gruppe suchen. Es gibt ein paar Menschen, die Sie im Moment nicht in Ihrem Leben brauchen. Nun, kann man sie nicht ändern? Nein! Es ist schon ein Vollzeitjob, sich selbst zu ändern. Außerdem gibt es ein paar Menschen, die so negativ sind, wenn man sie in eine Dunkelkammer stellt, fangen sie an, sich zu entwickeln. Oh, benehmen Sie sich bitte! Wenn wir auf unsere Ziele und Träume schauen, dann lassen Sie uns festhalten, dass wir hungrig sein müssen. Ich erzählte also Mr. Washington, ich möchte Discjockey werden. Er sagte, Mr. Brown, entwickeln Sie Ihren Verstand, arbeiten Sie an Ihren Kommunikationsfähigkeiten und umgeben Sie sich mit positiven Beziehungen, die das Beste aus Ihnen herausholen. Und er sagte, ich möchte, dass Sie Ihr Format zusammenstellen und überlegen, wie Sie sich selbst auf Sendung sehen, Ihre Persönlichkeit. Wie wird sie sein, Ihre Sendung? Ich sagte, Moment, Sir, ich möchte Discjockey werden, aber ich habe den Job noch nicht. Dann zitierte er Whitney Young. Er sagte, es ist besser für eine Gelegenheit vorbereitet zu sein und keine zu haben, als eine Gelegenheit zu haben und nicht vorbereitet zu sein. Er sagte, Sie müssen hungrig sein. Ich sagte, ich bin hungrig, Sir. Ich möchte etwas aus mir machen. Ich habe einen Zwillingsbruder, der ziemlich schlau ist. Sie nennen mich den DZ, den dummen Zwilling. Ich bin hungrig danach, Ihnen das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, Mr. Brown, kümmern Sie sich nicht darum. Denken Sie an die Worte von Frank Sinatra. Die beste Rache ist massiver Erfolg. Konzentrieren Sie sich darauf, massiv erfolgreich zu werden. Sie haben Größe in sich. Kümmern Sie sich nicht um Ihre Umstände oder Ihre Chancen. Wenn Ihr Hunger groß genug ist, spielen die Chancen keine Rolle. Sie haben die Kraft für einen Neuanfang. Sie können mehr vollbringen, als Sie sich vorstellen können. Also fing ich an, mein Leben anzusehen und ich dachte, ich hätte es verloren. Ich hatte Krebs, Typ-2-Diabetes, Hitzeschübe und war 67 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe jung aus und ich färbe nicht einmal meine Haare. Ich benutze Mascara, um das Grau abzudecken. Aber ich kann mir einreden, ich färbe nicht. Wissen Sie, meine Kinder sagen mir, Papa, du siehst hervorragend aus mit deinem grauen Haar. Und ich antworte, ich versuche nicht hervorragend für 67 auszusehen. Ich versuche, jung auszusehen. Wenn Sie Ihre Träume und Ziele betrachten, halten Sie an der Vision fest und machen Sie sich bereit. Also übte ich jeden Tag. Ich ging zu ihm und sagte, ich habe alles getan, was Sie sagten. Was machen wir jetzt? Er sagte, Sie müssen raus auf den Markt, Mr. Brown. Glaube ohne Taten ist tot. Also ging ich zu einer örtlichen Radiostation in Miami Beach. Milton Butterball Smith war der Programmdirektor. Bob Terry, den sie Nighthawk nannten, der große Name aus L.A. Alle saßen da und sahen mich an. Ich war gerade 18. Was wollen Sie, junger Mann? Sir, ich möchte Discjockey werden. Haben Sie irgendwelchen journalistischen Hintergrund? Nein, Sir, habe ich nicht. Aber ich übe die ganze Zeit. Ich sehe mich selbst vor mir, wie ich es tue. Alles, was ich möchte, ist eine Chance, Sir. Mehr nicht. Er sagte, nein, für dich haben wir keinen Job.
Wie viele von Ihnen sind schon einmal abgelehnt worden? Heben Sie die Hand. Ich war am Boden zerstört. Ich ging zurück und erzählte Mr. Washington davon. Sie haben Nein gesagt. Er sagte, nimm es nicht persönlich. Die meisten Menschen sind so negativ, dass sie 7-mal am Tag Nein sagen müssen, bevor sie Ja sagen. Er sagte, du musst hungrig sein, geh nochmal hin. Ich sagte, ja, Sir. Also ging ich am nächsten Tag wieder hin, mit lauter Stimme, lächelnd und fröhlich. Hallo, Mr. Butterball, wie geht es Ihnen? Ich möchte gerne Disc-Jockey werden. Wen haben wir denn da? Warst du nicht schon vor 2 Tagen hier? Ja, Sir. Habe ich dir nicht vor 2 Tagen Nein gesagt? Ja, Sir, haben Sie. Warum sind Sie dann wieder hier? Nun, Sir, ich konnte ja nicht wissen, ob vielleicht jemand krank oder gestorben ist. Er sagte, niemand ist krank oder gestorben. Keiner wurde entlassen. Sie brauchen nicht wiederzukommen. Am nächsten Tag war ich wieder da, mit lauter Stimme, lächelnd und fröhlich, als wenn ich ihn zum ersten Mal sah. Hallo, Mr. Butterball, wie geht es Ihnen? Er sah mich voller Wut an und sagte dann, los, geh Kaffee holen. Ich sagte, ja, Sir. Wenn es Ihnen ernst mit Ihrem Ziel ist und Sie hungrig danach sind, es zu erreichen, dann müssen Sie bereit sein, mehr zu tun als das, wofür Sie bezahlt werden. Sie müssen aus der Masse herausragen. Henry David Thoreau sagte, geh nicht, wo der Weg hinführen mag, sondern geh, wo es noch keinen Weg gibt und hinterlasse eigene Spuren. Ich war also beim Radiosender. Ich suchte nach Möglichkeiten, den Leuten dort zu dienen. Ich stand im Studio, sah zu, wie sie die Regler bedienten und brachte ihnen Kaffee oder ihren Tee. Als sie raus auf den Parkplatz kamen, waren ihre Autos von innen und außen geputzt und frisch eingewachst und sie fragten, wer war das? Ich war es, Sir. Was soll das kosten? Oh, nichts, Sir. Ich wollte nur aushelfen. Lassen Sie uns zusammenbleiben und Beziehungen aufbauen. Ja, Menschen machen Geschäfte mit Menschen, die sie kennen, mögen und denen sie vertrauen. So verstand ich das Prinzip, zu geben, bevor man gefragt wird. Ich baute Beziehungen mit ihnen auf. Sie sagten, Diana Ross und die Supremes kommen in die Stadt, die Four Tops und die Temptations. Hier sind die Autoschlüssel. Hol sie ab und bring sie ins Hotel. Ich sagte, mit großen Freuden, Sir. Ich fuhr ihre großen, langen Cadillacs durch ganz Miami Beach. Ich hatte keinen Führerschein, aber ich fuhr, als hätte ich einen. Dann, an einem Samstagnachmittag, ein Disc-Jockey mit dem Namen Rockin' Roger trank, während er auf Sendung war. Es war Samstagnachmittag und ich war der Einzige dort. Ich starrte ihn durch das Fenster des Regieraums an und ging auf und ab. Jung, bereit und hungrig. Ich sagte, trink, Rock, trink. Ich wäre wahrscheinlich losgefahren, um ihm noch mehr zu besorgen, wenn er gefragt hätte. Und dann, ziemlich bald, klingelte das Telefon. Es war der Geschäftsführer. Ich ging ran. Ich sagte, hallo? Er sagte, junger Mann, hier ist Mr. Klein. Ich sagte, ich weiß. Er sagt, Rock kann sein Programm nicht zu Ende bringen. Ich sagte, ich weiß. Er sagte, können Sie einen der anderen DJs herbestellen? Ich sagte, ja, Sir. Ich legte auf und sagte, der glaubt wohl, ich bin wahnsinnig. Ich rief meine Mutter und meine Freundin Cassandra an. Ich sagte, setzt euch auf die Veranda und schaltet das Radio ein. Ich komme gleich auf Sendung. Ich wartete 20 Minuten und ich rief ihn zurück. Mr. Klein, ich kann niemanden erreichen. Er sagte, junger Mann, wissen Sie, wie man die Regler bedienen muss? Ich sagte, ja, Sir. Er sagte, gehen Sie rein und machen Sie die Übergänge zwischen den Liedern, aber sagen Sie kein Wort, hören Sie? Ich sagte, ja, Sir. Ich konnte es kaum erwarten, den alten Rock aus dem Weg zu haben. Ich legte eine schnelle Platte auf und ich sagte, Achtung, jetzt komme ich, LB Triple P, Les Brown, der Plattenplan-Papa. Vor mir gab's keinen und nach mir wird's keinen geben. Jung und allein, ich mische mich gern ein. Bin doppelt qualifiziert, euch Spaß zu bringen und eine Menge Action. Passt auf, Leute, ich bin euer neuer Lieblings-DJ. Ich war hungrig. Gebt dem alten Mann eine Runde Applaus. Ich möchte hiermit schließen. Dies ist Ihre Zeit. Die Menschen machen ein paar harte Erfahrungen. Dies ist die Zeit, die Peter Drucker die Zeit der 3 Ws nennt. Beschleunigter Wechsel, überwältigende Weltkomplexität und unglaublicher Wettbewerb. Dieser Dienst wurde für solche Zeiten gegründet, um den Menschen Hoffnung zu geben. Er wurde gegründet, um sie zu inspirieren, ihre Fähigkeiten zu erweitern und um sie zu ermutigen, Beziehungen für gemeinsame Ziele zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, ihre Zukunft zu gestalten. Ich weiß nicht, was Ihre Ziele sind und ich weiß nicht, was Ihr Traum ist, aber Folgendes weiß ich über Sie und zwar aus eigener Erfahrung. Sie haben etwas Besonderes. Sie haben Größe in sich. Und um es zu beweisen, Sie wurden als einer unter 400 Millionen Spermien ausgewählt. Gott hat sich etwas dabei gedacht, als er Sie ausgewählt hat. Und Sie, und Sie. Und so möchte ich mit etwas schließen, was meine Mutter sehr gerne mochte. Ich widme es Ihnen und Ihrem Traum.
Wenn jemand die neuen Prinzipien haben möchte, gehen Sie auf www.hourofpower.de und laden Sie es kostenlos runter. Es geht schlicht und einfach so. Wenn Sie etwas so sehr möchten, dass Sie rausgehen und dafür kämpfen, dass Sie Tag und Nacht dafür arbeiten, dass Sie Ihre Zeit opfern, Ihren Frieden und Ihren Schlaf, wenn all Ihre Träume und Pläne davon handeln und ohne diese Sache das Leben selbst wertlos und nutzlos scheint, und wenn Sie gerne dafür schwitzen und sich sorgen und dafür planen und alle Furcht vor Widerstand verfliegt, und wenn Sie diese eine Sache einfach verfolgen mit all Ihren Kapazitäten, Ihrer Stärke und Ihrem Verstand, Glauben, Hoffnung, Zuversicht und Hartnäckigkeit, und wenn weder Kälte noch Armut noch Hunger oder Gicht noch Krankheit oder Schmerzen oder Ihr Körper oder Ihr Gehirn Sie von dieser einen Sache fernhalten kann, wenn Sie sie verbissen, belagern und verfolgen mit Gottes Hilfe, Sie werden sie bekommen. Das war Mammy Browns kleiner Junge. Es war mir eine besondere Ehre und ein Privileg. Gott segne Sie. Gott segne Ihren Traum und Gott segne diesen Dienst. Vielen Dank. Das war Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Helfen Sie uns dabei, Ihnen auch zukünftig die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen und unterstützen Sie Hour of Power mit Ihrer Spende. Vielen Dank.